Je nach Definition ist jeder Philosoph oder Philosophin. Wir sind das Team Denkste. Wir machen ein partizipatives Public Philosophy Projekt und wir wollen mit BürgerInnen ins Gespräch kommen über Philosophie. Und unsere Idee ist eben, mit philosophischen Gedankenexperimenten an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir wollen philosophische, gehaltvolle Debatten, Diskussionsthemen, Problemstellungen zugänglich machen. Und das machen wir mit ganz verschiedenen Formaten. Das erste und Original-Format sind da die Veranstaltungen. Was wir bei unseren Abenden machen, ist, dass wir Gäste einladen. Das sind bekannte Philosophinnen und Philosophen aus ganz Deutschland. Und die bringen uns ein Gedankenexperiment mit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit diesen Gedankenexperimenten direkt auf philosophische Themen zugehen kann und Menschen damit einbeziehen kann, die da sonst keine Vorbildung haben und mit denen sehr gehaltvolle Diskussionen führen kann. Heute steht im Raum, sind Menschen rationale Wesen? Es geht darum, einfach diesen Begriff der Rationalität, der ja im Alltag häufig sehr flapsig benutzt wird, mal ein bisschen genauer einfach zu erläutern, was alles damit gemeint sein könnte. Und nachdem unser Gast dieses Szenario geschildert hat, machen wir mit Denkste zunächst einmal eine Abstimmung. Die Bürgerinnen und Bürger können sich sofort positionieren. Das lockert die Veranstaltung auf und man hat Feedback. Die Intuition, an die wir rankommen wollen, das ist zwar ein spontanes Bauchgefühl, das aber selbst ist informiert über die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und deswegen kann auch die akademische Philosophie damit umgehen, weil es ja lebenswissensbasiert ist, diese Intuition. Dieses Prinzip, Philosophie interaktiv zu machen, versuchen wir in allen möglichen Formaten umzusetzen. Jetzt ist unser neues Format der Podcast, in dem BürgerInnen philosophische Fragen einreichen können. Zum Beispiel, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass es Eigentum gibt. Und dann wird von Studierenden geschaut, was gibt es eigentlich für philosophische Antworten auf diese Fragen. Und mit denen recherchieren wir entsprechend Dinge aus der aktuellen philosophischen Forschung, aus der Geschichte der Philosophie. Und am Ende des Podcasts wird das auch nochmal evaluiert. Das heißt, die Menschen, die ihre Frage eingereicht haben, bekommen dann dieses Ergebnis präsentiert und können dann sagen, so ja, überzeugt mich das oder überzeugt mich das nicht. Für mich persönlich das Besondere an Denkste ist, dass unser Team auch zu einem Großteil aus Studierenden besteht. Und gerade selber, ich bin ja auch noch eine Studentin, ich finde es großartig, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird und ich die Möglichkeit habe, zu wachsen und zu lernen. Für mich ist es interessant, Potenziale zu entfalten. Und nach meinem Gefühl ist Denkste ein Format, mit dem man das Leuten ermöglichen kann, auf eine bestimmte Art und Weise nachzudenken, zu reflektieren, die auf jeden Fall hilfreich sein kann. Man könnte es vielleicht unter den Oberbegriff Kontakt zu sich selber bringen. Philosophie hat ein sehr großes Potenzial auch für unsere Gesellschaft. Und zwar nicht nur die Philosophie, die in akademischen Kontexten stattfindet, also die Forschung und Lehre an Universitäten, sondern eben genau auch dieser Austausch und die Vermittlung von Fähigkeiten, von Theorien. Dieses Debattenstrukturieren, was man besonders gut in diesem Fach lernen kann, ist was glaube ich, überall wahnsinnig hilfreich ist. Wie ist eigentlich korrektes, gültiges Argumentieren, aber auch faires Argumentieren möglich? Und wie funktioniert ein vernünftiger, rationaler Argumentationsablauf? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig das ist, dass wir als Gesellschaft bestimmte Fragen diskutieren und überhaupt erstmal auch zu ordnen, was gibt es überhaupt für Argumente. Und wenn wir in die Pandemiezeit schauen, wie viel Wissenschaftsungläubigkeit gibt es in der Bevölkerung? Und um dem entgegenzuwirken, sind Formate wie Denkste, aber auch andere Formate sehr wichtig, um eben zu zeigen, was Wissenschaft leisten kann und wie Wissenschaft überhaupt funktioniert.